Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es einen weiteren Part, der Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Und hier unser Team immer noch, hat sich nicht großartig was verändert. Ich habe tatsächlich allerdings ein bisschen Zeit im Untergrund verbracht, weil ich einen Mondstein für Pan gesucht habe. Und ich habe wirklich extrem viele Sachen gefunden. Ich habe 2 Tonnersteine gefunden, ich habe Eisentafeln. Ne, hatte ich schon vorher. Sorry. Ich meine, ich habe halt ganz anderes Zeug hier. Ich habe, wie gesagt, 2 Feuersteine habe ich gefunden. Ich habe Käfertafel gefunden. 7 Herzschuppen, 5 Kopffossile. Heilige Scheiße, Blattstein, Gelbstück, Indigo-Stück. Ich habe gefühlt alles gefunden. Außer einen Mondstein. Ohne Witz. Also, irgendwann habe ich aufgehört und gedacht, ja, scheiß drauf, laufe ich hier halt mit einem, Pipi rum. Aber der Grund, warum ich gerade hier bin, ist, weil, wurde in die Kommentare geschrieben, ich habe komplett vergessen, mir einen Encounter zu fangen, tatsächlich. Und zwar, hier im Wald gibt es einen Encounter. Beziehungsweise in der Hütte gibt es einen Encounter. Eines wurde geschrieben, es gibt 2 Encounter. Nein, es gibt nur einen Encounter in der Hütte. Und zwar, das ganz normale, würde ich das Rotom nehmen wollen, wäre es der gleiche Encounter. Weil ich bin jemand, ich nutze keine Static Encounter, weil es ist die gleiche Route. Leute nutzen Static Encounter, kann man natürlich machen, mache ich nicht. Also, das ist für mich in der Falle quasi Cheaten. Habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, weil, also, sonst könnte ich mir auch das Driftklon holen. Ich nehme immer einen Encounter pro Route. Würde ich jetzt das Rotom nehmen wollen, müsste ich quasi das Rotom nehmen und dürfte nichts anderes in dem Haus nehmen. Aber, Junge, hier gäbe es auch ein Pixie? Junge, so eine Scheiße. Ja, guck mal, ich mach dich fertig. Müsste ich das Rotom nehmen und dürfte jetzt nicht den anderen Encounter in der Hütte nehmen. Ich müsste mich für eins entscheiden, so spiele ich das. Junge, Furchtstaffel. Gibt natürlich Leute, die das anders spielen, aber ich sage auch ganz ehrlich, Nuzlocke kannst du spielen, wie du möchtest. Ich persönlich finde es halt langweilig, wenn du sagst, ey, der Static Encounter ist nochmal ein extra Ding. Mache ich tatsächlich so. Aber hier gibt es auf jeden Fall Items. Lunastein habe ich aber zum Glück schon. Obwohl, mir fällt gerade ein. Ich habe gelesen, dass Lunasteine auch einen Mondstein tragen können. Problem ist nur, ich habe keinen Raub. Und, Drachenzahn. Und das Problem ist natürlich auch, dass die Items gerandomized sind, die Pokémon teilweise tragen. Ich meine, irgendwann könnte es natürlich auch passieren, dass ich einem, Porente, okay, interessant. Dass ich einem Pokémon begegne, was tatsächlich irgendwie einen Mondstein trägt, weil es einfach zufällig so ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal Porente. Ja, willst du bitte mal reingehen? Danke. Und ich weiß auch schon genau, nach dem ich das benennen werde. Und zwar wäre es aber Saber, ne? Der hatte das nämlich vorgeschlagen mit dem Spukos. Ich habe es nämlich komplett vergessen. Er hat mich daran erinnert. Und deswegen würde ich den jetzt hier einmal ganz kurz benennen. Da, da, da. Und dann ist er einmal Porenta. Wie gesagt, das Rotom werde ich mir nicht als extra Encounter holen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt an irgendeinen Tag gebunden ist gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich will auch eigentlich, ich sag jetzt gar nicht, Schutz einsetzen, weil ich das ehrlich gesagt für die Höhle später gebrauchen möchte. Und ich habe keinen Bock, nochmal später nochmal Schutz zu kaufen. Aber hier gibt es ein paar Items, glaube ich, noch, oder? Gibt es keine Items mehr? Ich meine, hier gab es noch. Junge, Wablu wäre so geil gewesen. Ich liebe Altarias, mein Lieblingsdrachen-Pokémon. Das wäre so geil gewesen. Lachibeere, ja. Ja, hier gäbe es noch Tantacha. Mal gucken, kann man nicht denn eigentlich das Rotom einfach an... Junge, hier gäb's Deoxys! Junge, und ich krieg... Oh, Flucht unmöglich, ups. Hier gäb's Deoxys, was krieg ich? Porenta. Ja, natürlich. Auf Horse. Was auch sonst. Was auch sonst. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz nachgucken, ob ich... Da komm, auf jeden Fall war da gerade ein Geist. Nidoqueen hätte es hier gegeben, damn! Aquavelle, okay. Das ist eine okay TM, muss ich zugeben. Kann ich denn den Static Encounter mir angucken? Wollte ich gerade fragen. Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür irgendwas machen muss. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwie alle Geister oder sowas finden. Finsterball, okay. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwie alle Geister oder sowas finden. Bin mir gerade selber unsicher. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Encounter mir geholt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, was ich trotzdem noch tun würde, ist mir einmal den Fossil-Encounter zu holen. Weil ich habe zwar 5 Fossile, ich werde allerdings nur 1 nehmen. Ich würde auch gerne wissen, ehrlich gesagt, ob dass jetzt immer andere sind oder ob das jetzt immer ein und dasselbe Pokémon ist. Deswegen, ich würde tatsächlich ganz gerne mehrere aus quasi befreien. Es ist allerdings nur 1. Ich habe natürlich jetzt 5 Fossilien, das sind natürlich keine 5 Encounter. Ich habe einen Encounter durch das Fossil, mehr nicht. Das ist das Einzige, was fair ist. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, ob das mehrere zufällige sind oder ob das quasi immer ein dasselbe Pokémon ist. Und das würde ich einmal ganz kurz nachgucken wollen. Indem ich hier... Nein, das suche ich nicht. Aber ich sehe gerade, ich habe auf jeden Fall schon ein Ersatzteam, so ist es nicht. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein zweites Team aufbauen möchte, könnte ich die auf jeden Fall nehmen. Und es wurde auch in die Kommentare geschrieben, wir spielen ja Platin. Das heißt, der dritte Orden ist ja einfach der Geistorden. Und das ist nicht der Kampf- und der Wasserorden. Stimmt. Die sind nicht gleichzeitig. Deswegen würde ich tatsächlich trotzdem gern ein zweites Team machen. So quasi nach dem Geistorden. Hätte ich irgendwie Bock darauf, irgendwie mal das Team zu wechseln vielleicht. Weil irgendwie wäre das, glaube ich, ganz cool. Muss ich zugeben. Und ich glaube, ich würde das trotzdem machen. Ich will trotzdem ganz gerne wissen, was wir hier haben. Ist doch hier, oder?
Geht's dir? Gucken Fossilien, ja. Ich gehe raus und dann, wenn ich da drin bin, müsste es fertig sein, oder? Aha. Plieprin! Oh! Oh, okay. Okay, das ist geil. Plieprin ist ein ziemlich geiles Pokémon, muss ich zugeben. Da habe ich eigentlich schon richtig, richtig Bock drauf. Okay, ich guck mal ganz kurz raus, wenn ich so benenne. Ich würde das Plieprin einmal nach Lord Enma benennen, aber ich würde mal ganz kurz einfach nur Enma hinschreiben, weil irgendwie finde ich das angenehmer als Lord Enma. Das finde ich ein bisschen, ne? So. Oder? Ja, ne, komm, wir machen Lord Enma. Ist immer der ganze Name. Allerdings würde ich dann mal trotzdem das L groß machen, auch wenn es nicht groß geschrieben ist bei der Person. Lord. Und dann haben wir Enma. Ja, die kannst du auch auseinander machen. Bin ich bescheuert? Einfach Leertaste. Lord Enma, so. Perfekt, machen wir so. Und dann haben wir Lord Enma einmal in unserem Team. Plieprin ist sogar Level 20, stimmt. Das ist eigentlich voll gut. Ey, ich hab doch gesagt, ich brauche ein Wasser-Pokémon eigentlich für mein Team, ne? Ich würde nur ganz gerne wissen, ob das funktioniert. Also, kriege ich jetzt immer das gleiche Pokémon, kriege ich andere? Dann würde ich einfach nur ganz gerne wissen, was Fossilien wären. Okay, ist immer Plieprin. Alles klar, alles klar. Ich wollte das nur einmal wissen. Dann weiß ich jetzt Bescheid, dass es immer ein Plieprin ist. Das heißt, eine Plieprin schmeißen wir weg, würde ich sagen. Das lassen wir einfach direkt frei. Und das andere Plieprin, ich würde das sogar sehr gerne ins Team holen, muss ich sagen. Mal ganz kurz entlassen, ja. Also das andere, also das Plieprin würde ich echt gerne ins Team holen. Ist nur die Frage, was ich dafür rausnehme. Robinator würde ich halt drin lassen. Ich muss sagen, ich würde dafür tatsächlich einmal Betchy rausschmeißen, weil das Problem ist, ich brauche keine zwei Eis-Pokémon. Aber dafür hätte ich halt quasi Betchy für das zweite Team, wenn ich mir noch eins erstellen möchte. Ich bin ehrlich mit euch, also ich würde lieber Grandul spielen als Porenta, aber Porenta hat leider nicht wirklich viel zu tun. Und mit Granbull, ich glaube, der hat Bedrohung, oder? Hat der Bedrohung? Warte mal, hat Caleb Bedrohung? Caleb hat Rasant, schade. Aber du hast... Verdammt, ey! Junge, die hätten beide Bedroher haben können und die haben beide Rasanz. Ey, das wären so gute Pokémon mit Bedroher gewesen. Das kannst du mir nicht erzählen. Was eins Welt, in der ich lebe. Ich brauche mich nicht heilen. Oh Mann, ich hätte zwei richtig gute Bedroher-Pokémon haben können, aber nein. Rasanz, beide auch noch. Das war ein Schwachsinn. Ich werde es mal ganz kurz hier auf Level 24 hochbringen. Geduld möchte ich nicht. Hat das Ding eine Wasserattacke? Weil ansonsten bin ich echt am überlegen, ob ich dem einfach Aquawelle gebe. Aquawelle ist keine ultra krasse Attacke jetzt. Blubstrahl, ne? Reicht eigentlich. Ich glaube, ich brauche keine Aquawelle. Ja, 65, glaube ich, sogar stärker als Aquawelle. Dann ist okay. Junge, Blubstrahl, Schnabel, Metallklaue. Eigentlich voll die guten Attacken schon. Muss ich tun. Stimmt, ja, Plieprin hat gar kein so schlechtes Move, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, Gigasauer brauche ich nicht. Ladestrahl. Ich meine, da könnte ich gut gegen Wasser-Pokémon einsetzen, ne? Ich glaube, ich gebe dem wirklich Ladestrahl. Das wird ja quasi mein Wasser-Pokémon-Counter. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil Nassmacher brauche ich nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Da gebe ich ihm Ladestrahl und dann habe ich quasi den Wasser-Pokémon-Counter in meinem Team. Das finde ich echt ziemlich smart. Ich speichere noch einmal zur Sicherheit. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal in die Höhle rein und befreien das Mädel. Da gibt es, wie gesagt, ein paar Trainer. Da gibt es ein paar Items, die ich mir holen kann. Und da fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich mal nachgucken, welches Level Lamina tatsächlich hat, weil ich bin die ganze Zeit von Level 30 ausgegangen. Es könnte natürlich sein, dass ich jetzt eigentlich schon viel zu hoch bin. Das könnte sein. Und dann bietet sich das zweite Team natürlich auch sehr, sehr gut an, das einfach zu haben. Fällt mir gerade auf, Lamina ist Level 26. Ja, okay, gut, also das wird nichts. Also, ich denke, ich bin mit meinen Pokémon da inzwischen schon viel zu nah dran. Aber ganz ehrlich, es ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich werde einfach ein zweites Team hochziehen. Das finde ich sowieso ziemlich cool, einfach ein zweites Team hochzuziehen, damit ich die Möglichkeit habe, halt einfach die anderen Pokémon auch zu zeigen, wisst ihr? Also, ich werde für Lamina auf jeden Fall ein zweites Team nutzen. Ich werde mir mal ganz kurz Blubsch reinsetzen, weil ganz ehrlich, die Erfahrungspunkte nehme ich mit, also die EVs. Und dann haben wir halt noch mehr Pokémon, die wir halt im Kampf nutzen können. Und dann muss ich mir auch keine Gedanken hier machen, oh nein, ich darf die für den nächsten Kampf nicht nutzen. Oh, Blubsch gescheitert. Darf die für den nächsten Kampf nicht nutzen, was halt echt scheißegal sein wird, weil ich einfach ein zweites Team hochziehe. Ich finde das cool, sowas. Quirtle, was geht? So, jetzt würde ich aber einmal ganz kurz... Ich habe Blitz, ne? Okay, wer kann den Blitz lernen? Ich glaube ganz ehrlich, Rob hat gar nicht so krasse Attacken. Ja, also rechte Hand finde ich besser gerade als Sandwirbel. Sandwirbel würde ich einfach wegmachen. Und dann kann ich die Höhle einfach ganz kurz mit Blitz füllen. Im Notfall mache ich das halt wieder weg, ist nicht so schlimm. Und ich würde einmal ganz gerne Schutz einsetzen. Da fällt mir ein, habe ich überhaupt irgendwelche Attacken, also irgendwelche Items, die ganz geil wären? Blitztafel bringt jetzt nicht so viel. Habe ich denn irgendwie was für Wasserattacken? Hier Metronom, wenn ich die gleiche Attacke öfters einsetze, ne? Warte mal, was habe ich denn hier alles? Also, ich habe... Eisentafel brauche ich gerade nicht. Magnet, okay. Metallmantel, Furchttafel, Fokusgurt, Zoomlinse, Lahmrauch.
Benommen und langsam. Okay. Sanftglocke. Hm, brauche ich nicht. Versteckattacken vom Psycho brauche ich nicht. Metallkraut. Magnesierer. Schlauglas. Ich glaube, das gebe ich aber trotzdem einfach mal Lord Enma. Weil hat er trotzdem Blubstrahl und so. Drakotafel, Nugget. Obwohl, doch, warte mal. Etwas, was Psychoattacken verstärkt, finde ich gar nicht so schlecht. Das kann ich Domi geben. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Was haben wir denn sonst noch so? Nugget kann ich auf jeden Fall verkaufen später. Lachsrauch, Spiritkern, stimmt, habe ich gefunden. Käfertafel brauche ich nicht. Kopfwurst habe ich noch dreimal. Kann ich wegschmeißen, weil ich werde das nicht nutzen können. Ich kann es verkaufen, vergesst es. Ist sinnvoller, als es wegzuschmeißen. Blitztafel ist natürlich gut für Elektroattacken. Feuertafel. Ich glaube, das ist besser auf Freighter, oder? Hey, trägt Flinklau. Ja, der braucht keine Flinklau. Dann gebe ich ihm lieber die Feuertafel. Das macht es nochmal ein bisschen besser. Okay, und ich glaube, ansonsten, abgesehen davon, sind wir eigentlich... Junge, versteht ihr Leute, der Drachenzahn für die Drachenwut? Ist doch klar. Ist doch geil. Und dann würden wir hier einmal Blitz einsetzen, würde ich sagen, oder? Blitz und einmal durch die Höhle. Perfekt. Ich habe vergessen, Schutz einzusetzen. Kann das sein? Wo ist der Schutz? Da ist er. Ich habe 30 Schutz gekauft und vergessen einzusetzen. Ich bin ein wahres Genie. So, aber jetzt kommen wir hier auf jeden Fall relativ easy durch. Das ist schon mal ganz gut. Okay, da geht's nicht lang. Perfekt. Es ist immer besser. Also ich muss ja sagen, zum Beispiel in Gen 3, hier in Fausthauhafen, gerade vergessen, wie die Höhle heißt, die kenne ich halt in- und auswendig, ne? Wirklich, die Höhle kenne ich in- und auswendig. Da muss ich gar nichts machen. Ich weiß zu 100%, wo ich lang muss. Ich weiß zum Beispiel, das ist bei Steffen so, also meinem Kollegen, ne? Pokebatz und so, der kennt ja zum Beispiel in Gen 1 einfach die Höhle auswendig. Der kennt die einfach in- und auswendig. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, der Felstunnel oder wie auch immer. Und die kennt er ja wirklich komplett auswendig. Ist jetzt bei mir nicht so, aber Pilzspore. Junge, kann ich bitte mal die Pilzspore-TM finden? Das wäre ultra geil. Pilzspore-TM wäre so geil. Lawine gibt es auch als TM, also. Ja, gut, okay. Lawine wäre natürlich auch die TM einfach von der Arenenleiterin gewesen, aber. Okay, I guess Metallklaue, weil du bist physisch schlechter. Ja, ist voll gut. Hibiskus. Ladestrahl, guck mal! Und dafür habe ich jetzt hier mein Wasser-Pokémon-Counter. Nice, Lord Enma. Ich würde trotzdem mal ganz kurz heilen gehen. Habe ich eigentlich Heiltränke gekauft? Ich habe Heiltränke gekauft, aber ich würde eigentlich ganz gerne dafür einfach nur kurz eine Siegelbeere nutzen. Dafür habe ich doch bestimmt ein paar noch, oder? Ich habe keine Siegelbeere mehr. Doch, habe ich 3 Stück. Ich dachte gerade, ich hätte keine. Stimmt, da fällt mir noch was anderes ein. Ich müsste mal die Citrobeeren überprüfen, die ich ja gepflanzt habe in Flori, ne? Das müsste ich mal überprüfen, tatsächlich. Nicht jetzt, aber vielleicht demnächst mal, dass ich nach Flori gehe, weil da sind meine Citrobeeren, die ich eingepflanzt habe. Gibt es hier irgendwelche Items? Nein, ne? Doch, Steinrauch. Okay, alles klar. Räuche kann man verkaufen, das finde ich gut. Aha. Oh, guck mal, unten ist auch ein Item, sehr schön. Ich würde auch, es ist halt ganz gut, dass ich halt die ganzen Kämpfe jetzt einmal als Single-Battle machen kann, weil, Junge, als ob alles und jeder bitteschön eine fucking Pilzspore kann. Der kann auch noch Donnerschock. Ich glaube, wir noch einen Nietenhacke. Freighter. Bitte einmal, danke. Junge, was ist denn hier los? Junge, was? Erdanziehung. Ja, ist mir egal, wo ich Drachenwut habe. Ey, verpiss dich. Rayquaza, wer bist du denn, Bruder? Einmal ganz kurz Supertrank. Ich würde aber tatsächlich. Ja, habe ich was zum Aufwecken? Habe ich eine Beere zum Aufwecken rein zufällig? Terriorbeere, Enigmabeere, Pirsifbeere, Amerenabeere, Paralyse, Vergiftung, Frost. Man muss den einen Aufwecker nutzen, den ich habe. Da kann ich nichts machen, tatsächlich. Machen wir es einmal. Mm. Ja, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall die die Citrobeeren holen. Und es ist auf jeden Fall auch besser, die ganzen Kämpfe als Einzelkampf zu machen, weil ich glaube, Doppelkampf wäre ein bisschen zu anstrengend. Man weiß nie, was die Leute hier einsetzen. Wie gesagt, oh, Wirbelwind, okay, kann ich auf jeden Fall verkaufen, weil das ist keine Term, die ich brauchen werde. Und stimmt, ich habe hier schon einen Counter geholt, ne? Weil die Höhle ist ja immer die gleiche. Ich habe gerade Superschutz eingesetzt, das ist nicht egal, welchen Schutz ich einsetze. Die Höhle ist ja sicher immer die gleiche, egal ob ich jetzt hier bin oder in einem anderen Bereich. Das ist ja tatsächlich immer die gleiche Höhle. Expertengut, okay. Sehr effektive Attacken werden verstärkt, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Was haben wir sonst noch? Bin ich hier denn richtig? Es scheint so, als würde ich hier richtig sein gerade. So viele Zertrümmererfelsen, die ich habe. Normalerweise ist das so ein Zeichen dafür, dass ich gerade den richtigen Weg laufe. Da unten ist bestimmt ein Item. Charmian, was geht? Auch ein Pokémon, wie viele Leute gesagt haben, ich habe ja jetzt vor kurzem ein Video hochgeladen mit den enttäuschendsten Entwicklungen in Pokémon. Und Charmian zu Schnurrgast haben sehr viele Leute tatsächlich erwähnt. Kann ich auch verstehen, ich bin auch ein größerer Fan von Charmian als von Schnurrgast. Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten tatsächlich so, weil Schnurrgast ist jetzt kein so schönes Pokémon. Es sollte, glaube ich, auch nicht so schön sein. Obwohl ich das Gefühl habe, es gibt schon einige Leute, die Schnurrgast halt mögen, einfach weil es eine fette Katze ist. Ich glaube, viele Leute finden das halt nicht so toll, aber naja, eine fette Katze. Ich glaube, Katzenliebhaber können das tatsächlich relativ gut appreciaten. Steinwurf, Konfusion, ne? Müsste stärker sein, ja. Weil ich auch den Rauch drauf habe. Kurz gucken, was hier gibt. Oh mein Gott, was? Einfach den EP-Teiler gefunden. Ja, erstmal, das gebe ich ein paar an.
Das gebe ich an Pan. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Hä, ist ja insane. Dann kann ich Pan hochtrainieren, ohne damit zu kämpfen. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich meine, klar, in der Reihentheorie bräuchte ich das gar nicht, weil ich habe ja eh die Sonderbonbons. Aber Leute, es werden auch die EVs verteilt. An sich ein Item, was ich nicht so dringend bräuchte, weil ich habe ja die Sonnenmorgens. Aber dadurch kann ich gleich zwei Pokémon auf einmal EVs geben, wisst ihr? Das finde ich richtig, richtig gut. Und wenn ich die dann später halt mit den Sonnenmorgens hochpushe, dann haben die halt EVs. Junge, das ist insane. Eigentlich finde ich das gerade richtig gut, muss ich zugeben. Ist ein Item, damit kann ich arbeiten. Ich muss sagen, du hast die Glücksei, wenn natürlich... Obwohl, Glücksei wäre eigentlich auch scheißegal gewesen, ne? Ich habe ja die Sonnenmorgens, also ist das eigentlich relativ latte. Man muss natürlich sagen, ne, sowas wie, dadurch, dass ich jetzt die Sonnenmorgens habe, ne, Glücksei und EP-Teiler, ist nicht das Krasseste im Allgemeinen für mich. Aber ich sag trotzdem, die Tatsache, dass ich dadurch dann halt zwei Pokémon, EVs geben kann, ne, finde ich schon ziemlich, ziemlich gut, weil das gerade Schlagbefehl ist, war eine Käferattacke. Also ich nehme das auf jeden Fall mit. Steinwurf einmal, danke, tschüss. Sehr gut. Guck, ihr seht, zwei Pokémon bekommen EVs. Funkelstein. Junge, ich bekomme einfach jeden Entwicklungsstein. Außer den Mondstein. Ich habe einfach jeden Entwicklungsstein außer den Mondstein. Das kann doch nicht wahr sein. Junge, das kannst du mir nicht erzählen. Bitte. Ich will den Mondstein finden. Vor allem, ich war so lange im Untergrund, habe den einfach nicht gefunden. Ich habe wirklich so viele Items gefunden, aber nicht den Mondstein. Guck mal, jetzt sind wir auch schon wieder raus. Perfekt. Wo ich hätte vielleicht mal nachgucken sollen, was die eigentlich für ein Pokémon hatte. Das hätte mich schon interessiert. Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh, Mann, fuck, so cool, jo. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Pokémon die überhaupt im Team hatte. Na, egal, ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir gehen uns einmal heilen. Und dann gehen wir tatsächlich auch weiter. Weil dann können wir in den Kraterberg gehen. Und auf die nächste Route. Da gibt es dann auch wieder ein weiteres Pokémon. Also ich muss sagen, ne, das ist halt überall Encounter, dieser Part. Also der Part ist ein krasser Encounter-Part, muss ich zugeben. So, gucken wir mal ganz kurz, was wir weitermachen. Ich glaube, ich muss auch keine Items oder sowas kaufen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, ganz entspannt. Okay, Lucia. Kämpft die gegen mich? Nein, oder? Die geht mir doch nur die Kampfkammer, oder? Nee, Kampffahnder habe ich jetzt. Kampfkammer kriegt man dann später, glaube ich. Ich glaube, man kann sich aussuchen, was man haben möchte. Itemradar. True. Ich glaube, ich hätte mich für eins von beiden entscheiden müssen, ne? Das ist aber so nur der Kraterberg, ne? Ja. Ich finde halt immer richtig, richtig cool, der Kraterberg. Der zieht sich halt einfach so durch ganz Sinnoh. Das finde ich immer ziemlich, ziemlich nice, wenn du halt die Spiele spielst, dass du halt einfach so einen Berg hast, der sich komplett von Süden nach Norden durchzieht. Ich finde das ziemlich cool, muss ich zugeben. Klar, für Nuzlocke immer ein bisschen doof, weil du hast halt keine neuen Encounter hier, aber ganz ehrlich, das ist, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Route 208. Hier gäbe es auf jeden Fall neue Encounter, wenn ich denn einen begegnen würde. Ich will aber erstmal ganz das Item hier haben. Heilball. Ja, gut, okay. Route gleich rechts. Ich habe gerade überlegt, ob ich angeln möchte, aber ich glaube, das ist relativ irrelevant. Ich glaube, ich würde einfach ganz normal auf der Route jetzt gleich was rechts fangen. Paraheiler. Haben wir da was? Ja, haben wir. Aber ich glaube, ich habe doch eine Beere dafür, oder? Amrena-Beere, ja. Guck mal, die können wir einsetzen. Die ist gegen Paralyse. Sehr schön, tschüss. Machen wir den Typ ja auch noch gleich fertig. Und stimmt, die nächste Stadt ist dafür schon die Stadt, wo der dritte Orden ist. Ne? Normalerweise kann es da nicht weitergehen, weil Lamina noch nicht da ist. Fällt gerade auf. Ich glaube, ich bin noch gar nicht Level 26. Ne? Ich könnte jetzt locker damit gegen Lamina antreten. Aber mache ich nicht. Ich will mal gleich gucken. Ich glaube, ich würde einmal gleich den Kampf gegen meinen Rivalen auf jeden Fall mit dem Team machen. Und dann würde ich bis zur nächsten Folge einmal das Team kurz hochziehen. Ist ja nicht viel, ne? Ich meine, ist jetzt auch noch morgens ein, das war's. Dann würde ich das Team einmal ganz kurz hochziehen. Kingler, okay. Wasser-Pokémon nehme ich mit. Würde ich das Team einmal ganz kurz hochziehen und dann würde ich sagen, können wir damit dann eigentlich in die Arena reingehen? Das finde ich eigentlich ganz interessant. Lobstra, ja. Ich gehe weiter auf Schnabel. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass er jetzt gleich mit irgendeiner physischen Attacke ankommt, die mich mega auseinander, weil er mehrfach jetzt Silberblick eingesetzt hat. Und dann würde ich sagen, Pokéball, der geht auch safe rein, oder? Nein, scheiße. Pokéball geht doch aber jetzt safe rein, oder? Ja, habe ich doch gesagt, dass der reingeht. Dann gucke ich mal ganz kurz, nach wem ich das benennen kann. Ich würde es einmal nach Black Demon benennen. Ist allerdings alles klein geschrieben. Ich glaube, das passt sogar eigentlich ganz interessant, wenn es alles klein ist. Black. Was haben wir hier? Alles zusammen. Black Demon. Ja, doch so. Fertig. Hat genau gepasst. Dann hätten wir Black Demon auf jeden Fall. Ein weiteres Wasser-Pokémon. Nicht schlecht eigentlich. Finde ich gut. Finde ich gut. So hätte ich in der Reihentheorie auch für das andere Team. Oh mein Gott, was? Ewiges Eis. Okay, versteckt Eisattacken. Soll ich in der Reihentheorie für das andere... Nochmal ein Spirit-Kern, was?
Junge, jetzt habe ich zwei Spiritkerne. Jetzt kann ich das Krippok-Event zweimal machen. Ich meine, bringt nichts, weil ich müsste mich entscheiden, ob ich mit der Route Krippok fangen möchte oder nicht. Also es ist eigentlich relativ irrelevant. Vor allem, das geht auch gar nicht, weil ich unten, weil ich müsste ja im Untergrund mehrere Leuten begegnen. Also es geht das ja gar nicht, das Krippok-Event. Aber ich finde es cool, dass ich den Spiritkern habe. Der Gedanke ist das, was zählt. Da gehen wir auf jeden Fall mal raus, Lord Enmar. Ränkeschmied, okay. Blubschrei bitte einmal. Junge, das Ding boostet sich zu Tode. Der Junge, zweimal Ränkeschmied, einmal Agilität, aber macht nichts. Kosmikkraft, boah. Ich glaube, das ist besser als Komprimator, weil Komprimator das Problem, der Gegner könnte ja trotzdem noch treffen. Kosmikkraft kannst du ja trotzdem einfach dich hochboosten. Klar, Crit wäre doof, aber ich glaube, das Boosten ist angenehmer, muss ich zugeben. Dann würden wir hier auf Konfusion gehen. Sehr gut, ist tot. Milotic. Ja, guck mal, da haben wir unseren Wasserkiller. Junge, ich finde das richtig gut. Also ohne Witz, Pliebrenner, bin ich gerade... Okay, das ist schlecht. Aber ich glaube nicht, dass er eine krasse Wasserattacke haben wird wahrscheinlich. Blubstrahl, okay. Ist aber nicht so schlimm. Drachenwut regelt. Drachenwut, beste Attacke im Game, habe ich mir sagen lassen. Puh. Ja, ist natürlich doof, ne? Also ich bin froh, sobald ich Empoleon habe. Weil Empoleon ist dann auch gegen Pflanzen und... Naja, nicht nur gegen Pflanzattacken, nicht mehr sehr wichtig getroffen, sondern hat dann auch eine Kampfschwäche und eine Bodenschwäche. Da muss natürlich Angst vor haben, aber trotzdem ist der Stahl-Wasser-Typ einfach ein sehr, sehr guter Typ, muss man einfach sagen. Da muss man einfach mal ehrlich sein. Ich würde einmal ganz kurz... Ich glaube, der Typ gibt mir immer eine Angel, deswegen steht er da. Und ich meine, hier in der Stadt gibt es ein Evoli? Fragezeichen. Ich meine, hier gibt es ein Static Encounter, wenn ich mich nicht irre. Also, lasst mich einmal ganz kurz gucken. Ich würde einmal ganz kurz Pan raustun, weil ich meine, hier gibt es ein Evoli oder so. Das müsste ich einmal ganz kurz überprüfen. Ich meine hier in dieser Stadt. Ich meine hier in den. Bist du das? Okay. Okay. Ja, okay, Evoli. Nice! Was kriegen wir? Ist es wirklich Evoli? What? Ho! Das ist kein Evoli. Ja, dann suche ich mir nur mal ganz kurz einen passenden Namen raus, würde ich sagen, oder Leute? Ich würde Kyogre einmal nach Medoka benennen, also Medoka Lightning. Finde ich ein bisschen lustig, weil Lightning und sowas die Schwäche eigentlich von Kyogre ist. Und ja, ich sag Kyogre, weil ich finde das lustig. Medoka, Junge, als ob! Was hast du für ein Wesen? Tell me. Du hast ein sachtes Wesen. Boah, Sacht senkt, glaube ich, den Spezialangriff erhöht die Spezialverteidigung, oder? Ich weiß es gerade selber nicht, aber ich meine, warte kurz. Erhöht das die Spezialverteidigung? Ich glaube schon. Stilles Wesen senkt den Angriff. Sachtes Wesen könnte Spezialangriff niedriger machen. Okay, also, das Ersatzteam wird mächtig. Was heißt die Ersatzteam, Bruder? Das Ersatzteam ist ein Granbull, also ich glaube, ganz ehrlich, ich würde das Team wahrscheinlich so aufbauen, warte. Ich glaube, für den nächsten Part nehme ich das Team mit. Also, ob das jetzt noch das Ersatzteam sein wird? Junge, ich kann einfach drei Teams bald aufbauen. Das wäre cool. Ob das Ersatzteam wird, weiß ich nicht. Ich meine, Tobut, Kyogre, Quirtle. Das ist voll das geile Team eigentlich. Da habe ich richtig Bock drauf, das zu nutzen. Das wird richtig cool. So, und du gibst mir meines Wissens nach einmal eine Superangel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder sowas. Oder Profiangel. Ist das nicht? Okay. Oder führst du mich jetzt nur hier hin? Okay. Ah, okay, aber ich muss hier, glaube ich, rein, ne? Ja, muss ich. Boah, also ich muss schon sagen, ne? Also, mit Kyogre im Team, ich glaube, das wird relativ chillig. Oh, meine Güte, stimmt. Ich muss Lamina ja einmal anquatschen, weil sonst ist die nicht in der Arena, wenn ich mich nicht irre. Ich muss das, glaube ich, ja mal machen. Genau, es ist ja einmal in der Arena. Und, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube... Barry kommt hier schon direkt, wenn ich da rausgehen will. Entweder kommt er nur nachdem man die Arena gemacht hat oder davor. Also beziehungsweise oder egal, ob man sie gemacht hat oder nicht. Was passiert? Ich habe Wachsmulch gekauft. Was passiert? Feuchtmulch. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich brauche keine Mulch. Aber ich würde sagen, wir gucken mal nach, ob wir den besiegen können und ob ich hier auch noch ein Ei bekomme. Ich meine, der Typ gibt mir ein Ei. Oder? Lass mich nochmal nachgucken. Junge, jetzt in der Stadt einfach zwei Stellen gekauft oder war das nur in Diamant und Perl? Ich weiß gerade selber nicht, ob man von dem Typen auch ein Platin-Ei bekommt. Ihr müsst wissen, die vierte Generation spiele ich ziemlich häufig. Also ich bin großer Fan der vierten Generation. Was mache ich da? Bin ich eigentlich bescheuert? Ich bin riesiger Gen 4-Fan, deswegen spiele ich auch Platin. Weil ich dieses Spiel einfach so sehr liebe. Und weil ich auch relativ viel Ahnung habe. Und ich muss auch mal sagen, ne, also ganz ehrlich, ich habe ja Platin bis zu Tode gespielt. Es gibt einen Grund, warum ich mir Strahlendiamant und leuchtende Perlen nicht gekauft habe.
Weil ich hatte einfach nie einen Grund. Okay, der gibt mir auf jeden Fall kein Eis. Scheint wohl nur ein Diamant und Perl zu sein. Oder es ist jetzt nach der Arena. Das kann natürlich auch sein. Aber das bedeutet, ich müsste jetzt quasi in die Arena gehen, um den Arena-Orden mir zu holen. Das wäre nicht sogar gar nicht mal so geil, weil ich würde das Team ganz gerne hochziehen. Und ich habe leider für heute nicht mehr so viel Zeit, weil ich muss gleich los. Deswegen glaube ich sogar, das könnte sein. Ich überlege gerade, ob es noch in der Stadt irgendwas gibt. Ansonsten würde ich wahrscheinlich heute schon den Part beenden. Dann ist der Part einfach ein bisschen kürzer. Warte, das ist doch was, oder? Das Haus kommt mir bekannt vor. Gibst du mir irgendein Item? Du bist doch der von dem Pokémon-Fanclub. Gibst du mir ein Item? Müsstest du doch eigentlich, oder? Wenn ich mit dir laber, oder? Oder ist es nur Knurrsbox? Ja, Knurrsbox gibst du mir. Könnte ich in der reinen Theorie Knurrsbox machen? Knurrsbox hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Oh, was? Woran denke ich, wenn ich an Lunastein denke? Status. Adler, Angsthase. Ausweglos. Das denke ich, wenn ich meinen Lunastein sehe. Auf geht's. Sehr schön. Und ansonsten, glaube ich, gibt es in der Stadt für mich eigentlich nicht großartig was zu machen. Ich finde es aber cool, ne? So diese Orte wie diese Kirche, ne? Die ich habe früher mich halt so häufig in diese ganzen Gebäude reinbewegt, weil ich einfach cool finde, zu sehen, was die Leute zu sagen haben, was hier zu erstaunen. Vor allem, das ist so ein Ding, das siehst du vielleicht gar nicht. Du siehst den Kraterberg, du läufst hier rein. Und vielleicht wirst du es niemals erkennen, beziehungsweise niemals sehen, weil es genug Leute gibt, die in der Stadt sind, aber sich nicht genau umschauen. Ich fand es immer cool, dass man die Möglichkeit hatte, sich hier umzuschauen und in neueren Pokémon-Spielen einfach gar nicht, weil die einfach nicht existieren. Also du kannst ja einfach in keine Gebäude reingehen, gefühlt. Und die einzigen, nicht mehr gefühlt, du kannst eigentlich in fast keine Gebäude reingehen, ne? Die einzigen Gebäude, die reingehen kannst, sind die Gebäude, die reingehen musst, wo irgendwas ist. Und die Shops teilweise nicht mal. Da ist einfach eine Blackscreen, das habe ich gesehen. Ich dachte mir so, was ist das für eine Scheiße? Das finde ich schon echt peinlich. Dafür, dass, hier, guck mal, hier sieht alles aus wie ein richtiger, wie eine richtige Stadt. Hier, du kannst in verschiedene Etagen gehen. Die haben das Ganze hier fertig gemacht. Die Leute wären da vielleicht niemals hingegangen. Aber trotzdem finde ich es halt cool, dass du mit den Leuten halt reden kannst. Ich muss zugeben, ich hätte es besser gefunden, wenn es halt hier generell eher Dinge zu entdecken gäbe, als nur Leute anzuquatschen. So quasi Items oder ähnliches. Damit du auch bei allem so einen Sinn hast, halt irgendwo hinzulaufen. Weil ansonsten hast du halt, muss man halt sagen, einfach nur Gebäude, wo ein paar Leute drin sind. Aber es ist trotzdem schön. Also, das macht die Spielwelt trotzdem lebendiger. Und ich muss halt sagen, das finde ich halt wirklich, wirklich schade, muss ich zugeben. Aber, wie gesagt, ich würde fürs nächste Mal auf jeden Fall ein neues Team hochziehen. Ich würde sagen, das tauschen wir auch einfach mal direkt aus. Ich würde mal von allen ganz kurz die Items wegnehmen, weil die brauchen die dann nicht, würde ich sagen. Weil dann kann ich den anderen auf jeden Fall auch die Items geben. Und dann würde ich bis zum nächsten Mal einmal das nächste Team hochziehen. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich so auf alle Level 24 oder sowas machen, damit die in der Arena halt auch noch ein paar Level steigen können. Und dann haben wir auf jeden Fall safe ein neues Team, was wir nutzen können. Ich finde das eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Warte, das wollte ich nicht. Pokémon bewegen. Granbull kommt einmal in mein Team. Wie gesagt, ich wünschte, er hätte Bedroher. Das wäre noch geiler. Ich wünschte, er hätte Bedroher. Das wäre wirklich fantastisch. Ich würde ja auch Spoink mit. Warte, wann entwickelt sich Spoink? Actually, ich hätte sogar eher Bock auf Groink in meinem Team, weil ich, das ein Schwein ist. Aber ich glaube, das entwickelt sich relativ spät. Kann das sein? Irgendwie Level 30 erst oder so, was ultra unnötig ist, muss ich zugeben. Gucken wir mal ganz kurz. Spoink entwickelt sich auf Level 32. Ja, irgendwas hatte ich im Kopf. Was halt super dumm ist, was bedeutet, ich würde es halt nicht mitnehmen, weil ich finde Groink cool, aber ich will halt nicht mit einem Spoink rumlaufen. Das Traurige ist halt, ich hätte halt super gerne eigentlich Spoink mit reingenommen, damit ich halt Tobutz für das dritte Team behalten kann, damit ich dort halt die Möglichkeit habe, halt auch nochmal ein Legi reinzubekommen. Ich muss halt einfach sagen, ein Legi im Team zu haben ist nicht schlecht, aber leider wird das nicht passieren, deswegen machen wir das einmal so. Aber wir können ja noch drei weitere Pokémon bestimmt bekommen in Zukunft und dann hätten wir halt quasi Team 3. Und dann würden wir einmal fürs nächste Mal unser Team jetzt hochboosten. Dann hätten wir einmal Betchy wieder im Team, Dennis, T-Brawl, Madoka, Hyberer und Caleb. Und die nehme ich dann mit. Weil ich will halt auch die Leute, ich benenne euch ja auch schon danach, dann will ich euch auch benutzen. Das wäre ja doof, wenn ihr einfach nur auf der Bank rumchillt. Das wäre doof. Aber wenn ich auf jeden Fall noch drei weitere Pokémon bekomme, ohne dass er stirbt oder sowas, dann würde ich safe auch das dritte Team hochziehen. Da hätte ich auch richtig, richtig Bock drauf. Aber das wäre auf jeden Fall der Part für heute gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, hier gibt es fast täglich neue Videos. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal. Und tschüss.